diese hier. Ah, okay. Oder Renia. Die muss ich positionieren. Die kann sonst nichts machen, weil. Eine Aktion Position? Und was macht die mit ihrer zweiten Aktion? Parieren. Parieren. Gut, sie wartet auf die Parade. Kann sie nicht mit Zweihand-Zielwaffen. Finde ich eine gute Aktion. Gut, was macht der Obere? Der Obere macht einen Zweier-Wuchtschlag. Zweier-Wuchtschlag? Ich denke, der hier steht auf dem Eis, ne? Ja, ich pariere. Janinger steht ja auch auf dem Eis. Der steht auch auf dem Eis, aber der hat einen. Ist der nicht sterben? Also der ist Svartjok? Ja, der Svartjok ist erstmal noch Kampfrunden raus. Mach mal deine Attacke gegen Asabo, der wird erstmal parieren. Ja. Dann machen wir mal. Aber. Nein, oh Eis. Junge. Und dann schauen wir, ob das bestätigt wird. Bestätigt? Froschis Lieblings-NSCs können einfach nicht gewinnen. Halbe Parade. Und Asabo. Bedenke, Fajita. Was? Junge, gib mir welche davon ab! 13, das ist aber nicht glücklich pariert. Das kostet mich tatsächlich eine ganze Parade. Bei jeder Aktion muss eine Gewandtheitsprobe abgelegt werden, sofern man nicht diesen sicheren Tritt als Paktgeschenk hat. Ja, ich habe keinen sicheren Tritt. Okay. Vor jeder Aktion. Ich denke, eine Dingens zählt auch als Aktion die Parade, oder? Ja. Okay, aber musst du dann nicht erstmal deine Gewandtheit proben? Hat der angreifen? Nicht? Der Fjerninger hat sicherlich standfest. Okay. Aber geht es um standfest oder geht es um ein Packgeschenk? Achso, das heißt, er muss auch würfeln. Das er kann. Das ist die Frage. Er ist zumindest kein Paktierer. Kein Paktierer. Kein Paktierer ist, dann hat er aber mit Sicherheit Balance und oder so. Das ja, heißt, sicherlich. Also, der ist gewohnt, um Meister kämpfen. Dann würfel ich erstmal auf gib uns mal, Anfang. Gib uns mal nachträglich die Gewandtheit. Das okay, gelungen aus. Müsste auf jeden Fall gelungen sein. Und schaue ich mal die Gewandtheit 14. Ist die erschwert? Die Gewandtheit, Moment. Nee, es stand, vorhin hast du vorgelesen, einfache Gewandtheitsprobe. Mhm. Bei jeder Aktion muss eine einfache Gewandtheit. Ja. Dann ist das geschafft. Dann habe ich pariert. Gut. Asaro, der gute Junge. Bruchfaktor, aber das ist, glaube ich, egal bei NPCs, oder? Bruchfaktor? Der stirbt uns noch nicht. Ich glaube, so ein Stab hat einen relativ hohen Bruchfaktor. Können wir mal. Ich finde das spannend. Ich würfel einfach mal eine Bruchfaktorprobe für meinen Kampfstab. Kampfstab hat Bruchfaktor 5. Oh. Da dürfte er auf jeden Fall. Das ist ein Bruch. Knackt sein. Und bricht. Geht die Axt dann durch oder ist das dann pariert? Nee, es ist pariert, aber jetzt ist der Stab halt kaputt. Alles klar. Isarun, das ist doch jetzt die Gelegenheit, deinen holden Prinzen zur Rettung zu eilen. Okay, der erste Fjerninger hier oben hat gehandelt, dann haben wir noch zwei Stück. Was machst du mit den beiden? Was mache ich mit diesen beiden? Abelmir steht noch hier. Da ist gerade ein Pferd vorbeigaloppiert. Kannst du auch Abelmir umbringen? Sag doch nicht sowas. Kannst Abelmir nicht umbringen. Das macht Sinn, weil der steht da oben. Der steht nicht. Der ist umgekippt. Nach allem, was die wissen, ist er tot. Ja gut, wenn der da liegt und da ist der eine Kerl, der liegt da. Ja, stimmt. Hat einen Freifall bekommen. Ja, ich schätze mal, dass die jetzt hier durchgehen. Mhm. Und können die da durch Sturm angreifen? Das ist zu eng. Nee, Sturm angreifen nicht, aber eine Aktionposition, lasse ich zu. Eine Aktionposition. Ja, die Sache ist, die müssen auch wieder die Probe machen, wenn sie da aufs Eis gehen, oder? Sind die schon im Ei? Ach Gott, ist das ein blödes Ding. Die ist schon irgendwie im Eis drin. Ach komm, mach eine einfache Körperbeherrschungsprobe. Die sind wie gesagt standfest und Beinarbeit. Okay, dann schauen wir mal. Einfach mal 3W20 und dann... Spannend. 14, 14, 18. Körperbeherrschung geht auf. So. Ja, das werden die Mut geschafft Intuition, haben. Intuition, Gewandtheit. Ja, das werden die geschafft. Ja, klar, das haben die. Dann schaffen die das doch für die kannst andere. Du, kannst du beide positionieren? Okay. 8 Schritt. Dann, ja, passt. Und den anderen kannst du auch nachziehen. Dann wird die dahin gehen. Schlachten die Asavo. Kannst auch auf Rafim. Stimm auf Rafim. Asavo, ich habe vor 10 Minuten angefangen, dich zu mögen. Verreck mir jetzt nicht. Krieg ich aber jetzt nicht in der Kampfrunde hin, oder? Warte mal, wir können das ja mal abmessen. Sie ist also schon wenn hier. Ein Sturmangriff ist, muss ja eine gerade Linie sein. Auf dem Eis so. Nee, es ist nur Aktionposition, es ist kein Sturmangriff. Das kriegen sie nicht hin. Nicht durch den Wagen. Also die 8 Schritte würden gehen. Ich möchte vorziehen. Wenn du Rafim angreifen möchtest. Ach, dann machen wir das. Ja, dann machen wir das. Gut, machen dann steht einer Rafim. Ich greife schon den Asavo noch an. Eine Aktion hat sie noch, genau. So, Isarun möchte vorziehen, stopp. Genau, ich möchte mich nämlich bewegen und mich neben Asavo stellen. Ja, Körperbeherrschung. Wieso? Ich habe ein Guardianum. Ach, richtig, gut. Ja, du hast ja recht.
Dann kannst du dich einfach Aktion positionieren. Du hast gerade gesehen, wie der Stab von Asavo knackt. Der Gardian schließt die Jungs da aber alle ein. Nein, das ist ein persönlicher Schild. Nein, das ist nicht. Nee, das ist nicht. Eine Kuppel. Okay. Ja, das ist Kuppel. Eine Kuppel. Das heißt, jeder kämpft jetzt ohne Eis? Richtig. Ja. Eis aber ist irgendwie gammelig. Vorkel hat sein eigenes Fleisch geschnitten durch diesen Zauber. Kann ich mich mit meiner Aktion Position so positionieren, dass Asavo meinen Magierstab aus meiner Halterung greifen kann? Ich bin mit dem Schwert unterwegs. Gut, ja, doch, klar. Ja, geschehe ich dir zu. Und jetzt war Asavo und sagt, hey Junge, pack meinen Stab an. Das ist eine schöne Aktion, schöne Szene. Was möchte denn der Fjarniger hier mit mir tun? Oder läuft er dahin und ist fertig? Wir warten noch, warte kurz. Isamon hat davor gezogen. Eine Aktion, Position, was machst du noch? Ich möchte den Hoshi vor mir, beziehungsweise die Hoshi-Rin, Borkhild, angreifen. Gut, tu das. Ihr habt noch eine Aktion, hat sie noch. Ja, ich mache einen Wuchtschlag plus 6. Ihre Parade ist zusätzlich um 4 Punkte erschwert. Und es ist ein Crit. Das ist eine zweite Aktion in der Kampfrunde. Das ist die zweite Aktion, ja. Das heißt, ich kann mit den Wesen hier unten vorziehen. Nein, dafür haben die zu wenig Inni. Selbst bei mit denen hier unten kannst du vorziehen. Ja, mit denen hier unten, das meinte ich ja. Wenn, ja, ja. Ja, ist richtig. Wenn du nämlich dann auf dich schießen wollen. Ja? Okay. Wenn du mich siehst durch den Wagen hindurch. Das ist die Sache. Sieht er da? Ich glaube, ich würde Boltax runtersnipen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ihr steht auf einem Hang. Ich denke, du kannst sie sehen. Und ich würde nicht versuchen, mit Boltax zu snipen. Das könnte dir übel enden. Ja. Töte lieber Boltax. Nein. Hey. Gut, dann Isarun hat gekrittet. Du kannst frei ausweichen mit der Fjallingerin, wenn du möchtest. Oder du lässt ihn halt kommen. Hast du nicht auch noch eine Parade? Sie kann nicht frei umwandeln. Aber sie hat ja noch nichts gemacht. Okay, sie kann nicht normal umwandeln mit 2 Hand. So, Frage an Lektor, was möchtest du tun? Was möchte ich tun? Dann bleibt ja quasi nur noch die Wahl. Es war jetzt ein Crit mit dem Schwert. Könnte angreifen, den kann er nicht mehr parieren. Isarun kann auch nicht mehr parieren. Ist auf dem Eis. Ich würde den Crit kann nehmen. Kann ich vorziehen? Ja, du musst jetzt wissen, was du. Also willst du den parieren? Also weil der Schlag von dem Schwert kommt als erstes durch. Was wir haben die Inni vernünftig, ja, nur 16, ne? Nee, 6. 6. Ach so, scheiße. Ich nehme die jetzt hier unten aus der 16 erstmal raus. Nein, der steht da doch nicht. Ja, ich weiß, aber. Sie nimmt den Crit und greift an. Sie nimmt den Crit, dann mach Schaden dieser Runde. Jawohl. Kommen die zu gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen. Oh, gut. Ja, also, was heißt gut? Das ist für ein Schwert. Du könntest den Schaden schippen. Das brauchst du gar nicht. Das überlebt die eh nicht. Also das wären jetzt 34. Oh, was ist denn du für ein Schwert? Ich habe ein Thorn-Eisinger-Schwert. Okay. Ich glaube, sie hat das am meisten ausverbesserte von uns allen. So, wir haben 17 mal 2 minus Rüstung, ne? 17 mal 2 sind 34 minus 5 sind 29 TP. Holla die Waldfee. Was ist die Wundschwelle? Warte, ich muss gerade mal 42 minus 19. Minus 29. Hab schon. Hast du 13. Schon? 13. Gut, dann würfel sie mal. Möchtest du eine Trefferzone? Ja, dann würfel halt den Kopf. Nicht das Bein. Mal nur das Bein. Drei das Wunden. Ist weg. 3 Wunden bedeutet Kampfunfähigkeit. Sicher? Mhm. Ah. Bein, ja. Na gut, dann kann sie auch nicht mehr. Zusatzwunde. Dann kann sie auch nicht mehr handeln. Haben wir noch eine andere 6. Du hattest noch Gayrulul. Die darf noch Rafim angreifen. Und das hat sie in Aktion Position gemacht. Eine bleibt noch. Also jetzt eine Aktion Bewegung gemacht und eine Angriff. Dann ist es auch wieder um 5 erschwert. Dann plus um 4. Plus was? Plus 4, weil du dich bewegt hast. Ach so, wegen der Ungewandelten. Ja, dann bleibt es. Es ist nicht umgewandelt, aber du kriegst eine 4, wenn du dich bewegt hast in der Runde. Ja, das haben wir auch festgestellt. Das ist bescheuert. Du hast recht. Bleibt es bei einer einfachen Attacke? Ich wollte gerade sagen, einfach mal würfeln. 13, dann ist dann neben. Nicht gewürfelt, nicht getroffen. Dann ist sie durch. Die anderen haben. Hatte Otarenia hat schon gehandelt? Nee, ne? Die wollte parieren. Die wollte parieren, danke. Die Kamanati, schauen mal, ob sie euch sehen.
Ich würfel einfach mal 10 Stück. Ich meine, die Geblendeten brauchst du gar nicht würfeln, weil die kriegen ja den Blendstrahl noch oben drauf auf ihre Sinnenschärfe. Aber haben die Kamanat, die haben uns diese Runde schon gesucht, die dürfen noch nicht. Ich darf erst. Mhm. Wir dürfen die nächste Runde uns wieder suchen. Die waren noch gar nicht dran. Richtig. Die haben gesucht, bevor ich meinen Zauber angesagt hatte. Stimmt, du wolltest genau. Den Rotax beißen. Mhm, richtig, die Perschiere haben auch schon gewürfelt. So, die 9 läuft mal dahin und die anderen laufen hierhin. Die sehen halt, dass irgendwas da passiert, aber die können euch nicht sehen. Dann haben wir die Kamanats. Die Ghule sind noch nicht da. Wir haben noch Funkenschlag bzw. Boltax. Boltax hatte gezaubert, hätte vorgezogen. Genau, und er hier möchte von uns schießen. Das hatte ich ja schon gesagt. Ich schieße nicht. Das ist ein Zwingtanz und der geht auf Koski. Ist aber noch nicht durch. Boltax hatte gehandelt. Abelmir hatte vorgezogen. Jetzt darf Kervo, der Bogenschütze. Ja, schauen wir mal, aber was trifft. Auf. Max. Ja. Boltax, genau. Wieso schießt du auf mich? Du hast nicht gesehen, dass ich gezaubert habe. Momentan sitze ich einfach nur auf dem Pferd drauf. Kannst auch auf Jalan schießen. Auf Jalan ist der Pfeil abgeprallt. Richtig. Und auf den anderen. Das macht schon Sinn. Macht Sinn, ja. Ja, ist in Ordnung. 27 ist Ausgangsbasis. Dann gucken wir nochmal auf die Fernkampftabelle. Du bist ein mittelgroßes Ziel, das ist eine plus 2. Das ist Erschwernis. Das ist nahe Distanz, plus minus 0. Dann hast du Bewegung des Ziels. Eine schnelle Bewegung. Schnelle Bewegung, plus 2. Ja. Sichtverhältnisse sind egal. Vorteile sind egal, dann ist es getroffen. Boltax ist kein mittelgroßes Ziel, Bosch ist ein kleines Ziel, glaube ich. Nein, Zwerge sind mittelgroß. Zwerge was, sind mittelgroß. Ein Schuss ins Getümmel ist ja schließlich. Es zählt als Kampfgetümmel, glaube ich. Ja, stimmt, das ist ein Schuss ins Kampfgetümmel. Macht auch nichts, weil er eine 6er Trolley hat und das ist bei euch beiden eine 4er Erschwernis, wäre noch getroffen. Ist kein Problem, getroffen. Dann kannst du Schaden machen. Kann ich für ihn parieren? Nein. Ich habe keine Aktion mehr, oder? Richtig. Nee, du bist fertig, diese Runde. Aua. So. Ja, ich kann mir aber überlegen, ob ich das schippe. In Schaden, oder was? Ja. Ich würde den Schaden. Ich würde sagen, Schaden. Die Attacke macht keinen Sinn. Die 17 zu schippen macht keinen Sinn. Genau, ja. Aber ich kann den Schaden schippen, deshalb schippe ich den Schaden. Dann nochmal ein W6. Ich glaube nochmal ein plus 2 für Entfernung, ne? Nee, plus 1, ne? Oder? Moment, ich schippe nochmal. Entfernung aktuell sind 12 Meter. Nee. Ja, nee, bei über 10 Meter ist es nur plus 1. Gut, dann bitte nochmal ein W6. Das hat sich gelohnt. 9. 9 TP in? Nee, sind 8 nur. Ich hab die Punkte schon drauf gerechnet. Achso. Achso, okay. Trefferzone? Kopf. Trefferzone? Kopf. Sei nicht gemein zu unserem kleinen Boltax. Das ist das rechte Bein. Beziehungsweise das Bein, was euch zugedreht ist. Ich würde sagen, das ist das linke Bein. Das rechte Bein. Ja, da gehen zwei durch. Ich meine. Ach ja, richtig, der Junge ist ja gepanzert. Ja. Da war ja was. Ja, dann streicht er bitte die 2 LEP. Blöd. Yeah. So, die Kamera hat die auf der 19. Eine Selbstbeherrschung machen, ob dein Zauber nicht unterbricht, weil du bist noch nicht durch damit. Erschwert um 2 hin. Erschwert um SP, ja. Genau. Minus 7, wenn du Sonderfertigkeit hast. Ich wusste schon, warum ich Lektor für den Kampf haben will. Ja. Ich meine, das hätte ich dir auch sagen können. Ist mir egal. Nicht minus 2 plus 2, aber ich hätte es auch. Ja, passt. Okay, gut. Dann ist Kervo durch. Die Kamanati auf der 19. Haben die schon gesucht? Ich glaube ja. Ja. Die Perschirer haben gehandelt. Rafim, du hast. Jetzt ist endlich Rafim dran. Jetzt wird aufgeräumt. Ich bringe erstmal den rechts von mir um. 5er Wuchtschlag. Der ist aber links von dir, oder? Ich ziehe Abel mir mal von links. Der Eli-Leiste runter. Ja, hier. Wenn du Schaden haben willst, kannst du sehen, wie er platzt. 22, er hat 12, er ist Toast. Warum bemühen wir uns alle eigentlich? Können wir nicht einen Stuhl nehmen? Auf jeden Fall machst du mal bitte eine Körperbeherrschungsprobe. Ich stehe nicht im Eis, 3 Meter. Ich stehe 5 Meter von dem Mann weg. Nee, ich habe doch die Glocke habe ich doch eingezogen. Was für eine Glocke? Ich sehe nichts. Die kannst du auch sehen. Moment. Und warte, Change. Aber nach meiner Messung ist Rafim auch deutlich mehr als 3 Meter vor dem Jungen weg. Ja, richtig. Das ist eine 15 Meter Glocke oder so. Bisschen zu groß. Bisschen, richtig, ja. Er hat gesagt 3 Meter vom Ausgangspunkt. Der Typ ist nicht im Zentrum. Der hat sich ja verrechnet. Das ist der Zauberer. 3 Meter. Weißt du, Radius sind es? Müssten, Moment. Ja, ist ein bisschen zu groß. Also bis. Das sind 6 Meter. Oder? Das sind 6 Meter. Na gut, so, dann keine Körperbeherrschungsprobe. Dann kannst du jetzt wen von den beiden? Der ist tot. Der kann nämlich nicht mehr parieren. Ja, dann bring den um. Ja, ich würde
den Mann, der mir gerade zugelaufen ist, ganz unzeremoniell den Kopf abhacken. Die Dame. Und mich dann... Ist das eine Dame? Der Dame. Gut, 22 minus Rüstung, sie ist tot. Passt. Richtig. Und dann die andere, die vor mir steht, die möchte ich umreißen. Warte mal, ich habe mir die Regeln dafür extra nochmal hingelegt. Sind wir jetzt in der nächsten Kampfrunde schon wieder? Nee, er hat drei Aktionen und er hat noch nicht vorgezogen. Ah, okay. Dann. Attacke plus 4. Okay, das ist Attacke plus 4. Ja, würfel einfach mal. Oh, so muss das. Wollen, was geht, weil sie hat sich positioniert. Ja, ich habe keinen Patzer gewürfelt. Ich versuche noch einmal die Alte zu hauen. Erstmal, dass sie gegenhalten. Achso. Also dann 4 Punkte weg und dann durch den Blendstrahl nochmal 5. Ja, würfel einfach mal. 10 gewürfelt. Oh, eine Junge. 7, das wäre gelungen. Das heißt, da geht auf jeden Fall mal Schaden. Okay. Jetzt stirbt auch noch Rafim. Mal sehen. Trefferzone. Okay. Rafim hat mehr Rüstung als ich. 10er Rüstung oder so. Der Junge. Wenn an Rafims göttlicher Rüstung prallt das ab. Aber wie viel KK haben die Jungs eigentlich? 17 oder so. Dann kriegen sie nämlich noch 2 Punkte extra Schaden. 18 müssten das sein. Ne, das ist der schon eingerechnet, weil die Baba 8 macht plus 5 und das müssten. Achso, ja, dann ist er eingerechnet. Okay. Der Insgesamtschaden, ja, genau. Der NPC-Schaden steht schon auf 3W6 plus 5. Okay, also machen die jetzt mir 12 Schaden oder 18? 12. Okay, ja, gut. Dann kriegt die Alte jetzt noch einen 1er Wuchtschlag ins Gesicht mit meinem umgewandelten Angriff. Weil ich ja so scheiße. Ah, gut. Ah, nur 14. Und wie viel Rüstung? Moment. 14, ja, eine 5er Rüstung, das heißt, sie bekommt 9 TP, 34 minus 9 sind 25. 25 und sie muss nichts würfeln. Nee. Ja. Gut, dann hat Rafim gekämpft. Asavo greift nach dem Stab von Isarun. Isarun hatte vorgezogen, korrekt? Und ich habe auch schon attackiert. Das du hast auch schon ich attackiert, Janin ist durch. Nächste Kampfrunde, weil Janin auch geritten ist. Frage, können wir das Ding kleiner machen? Das ist irgendwie sehr störend. Was kleiner? Diesen Kreis. Nein. Aber der ist zu groß. Ja, man hat 3 Meter Auswirkung. Also 30 Rechtsschritt sind das. Müssen, danke. Ich mich nicht so, verrechnet jetzt, habe. Jetzt aber. Jetzt lassen wir den so. Der Alchemist ist dran. Der darf gucken, ob er irgendwas handeln möchte. Ich würde gerne. Stimmt, der ist kampfunfähig von Abomir. Ich würde gerne auf jeden Fall vorziehen und meinen Zauber durchbringen. Gut, eine Aktion. Zwingtanz auf Koski. Genau. Sie ist Paktiererin, MR 8. Ja, okay, bis 15 hätte ich es gepackt. Ja. Was passiert dann mit Koski? Das Opfer verliert bei vollem Bewusstsein die Kontrolle über seinen ihren Körper. Dieser beginnt wild zu zucken und wie wahnsinnig zu tanzen und zu springen. Nach der Wirkungsdauer hat das Opfer alle Ausdauerpunkte bis auf 5 verloren und ZFP Sternpunkte Erschöpfung erlitten, also 13. Ein unter dem Bann des Zwingtanz stehendes Opfer mit einem Hieb oder Schuss zu treffen ist außerordentlich schwierig, da es sich vollkommen zufällig willkürlich bewegt. Jeder Fernkämpfer gegen einen Zwingtänzer wird so gehandhabt, als würde der Zwingtänzer sehr schnelle Bewegungen machen. Der Zwingtänzer kann weder Angriffs- noch Abwehraktionen, also auch keine Manöver während der Wirkungsdauer ausführen. Finden und Ausfälle sind gegen Zwingtanz-Opfer wirkungslos, andere Attacken um 2 Punkte erschwert. Gekostet hat es mich 9 ASP und es wirkt ZFB-Stern durch 2 Spielrunden, also insgesamt 13. So lange. 7 Spielrunden. Gut. Genau. Die beiden Perschirasch haben gerade schon mal gewürfelt, die sehen euch weiterhin nicht. Euer Schleier da unten ist also ziemlich mighty. Schauen wir mal, was mit den Kamanatim abgeht. Einer entdeckt euch. Moment, sind das hinten die hinteren oder hinten die vorderen? Das ist quasi. Ich würde erstmal vorne die geblendeten nehmen und dann die letzten beiden, okay, oder die letzten 5 sind. Also einer von denen, ich markiere ihn einfach mal, diesen hier, sieht euch jetzt und zwar allesamt. Die anderen sind weiterhin blind. Welcher ist markiert? Ich hab's auch nicht. Ah, okay. Markiere dann mal rot. Und die anderen laufen weiter zu euch, wissen aber nicht, was sie angreifen können.
Nur das als Hinter. Der ist auch weiter auf Init 19. So, dann Koski kann nichts tun auf der 3. 6, die Fjarninger. Wir fangen von oben an bei Asavo. So, Asavo. Hat jetzt wieder den Magierstab von Isarun in der Hand. Genau, der würde jetzt natürlich den Herrn, der gerade seinen Stab zieht, nochmal einen zweier Wuchtschlag geben wollen. Mhm. Der Stab ist dieses Mal unzerbrechlich, ne? Yep. Beziehungsweise Parade, beziehungsweise Bruchfaktor von 7. 20. Patzer 20. 20. Dann rutscht er aus am Eis, als er zuschlägt und den Hals auf die Fresse. Ja, dann finde ich gut. Behalten wir mal im Hinterkopf. Er verliert dadurch auch seine Parade, ne? Ein Patzer, hast du alle Aktionen weg. Ja. Dann ziehe ich mal mit Asavo vor, der ist nämlich auf der 21 oder 22, dann haben wir den nämlich schon mal durch. Und ich wandle um auf Liegende. Bist du unbeteiligt? Drei erleichtert. Weil er jetzt am Boden liegt. Ja, ich mache einfach mal einen Wuchtschlag. Wuchtschlag 8. 7 getroffen, muss ich auch nicht bestätigen. 1W6 plus 6 sind 12 plus den 5er Wuchtschlag, hatte ich gesagt, ne? Nee. Ja, und der Magierstab macht 1W6 plus 1. So, 1W6 plus 1 sind 12, sind 13 und mein Wuchtschlag waren. Wir waren 8. 8. Dann macht er 23 TP in den Bauch. 23 minus 5 Rüstung sind 18. Ja, dann ist er noch bei 20. Danke fürs Eintragen. Es ist nur eine Wunde. Ja. 1W6 Zusatzschaden. Dafür bis 6 nachher. Und der muss jetzt Selbstbeherrschung würfeln, oder? Genau. Dann bekommt er nochmal 6, dann ist er bei der 14. Erst Selbstbeherrschung bei Wundschwelle, dann Wunden plus 4. Also Wunden mal 4 so. Wenn er erstmal bei ohnmächtig wird, ich glaube, das dürfte durchgehen. Das dürfte er schaffen, ist ja Krieger. Müsste er schaffen, ja. Die Selbstbeherrschung ist hoch genug. Dann kommt die erschwert um 4, um die Wunde zu ignorieren. Das ist eine gute Sache. Je nachdem, was er für eine Selbstbeherrschung hat. 2 gehen weg durch die 6. Ja, wenn er eine 6er Selbstbeherrschung hat, wird auch das gelingen. Dann ist er von der 20 runter auf die 14. Das war mein erster Angriff. Ich werde gleich den zweiten nochmal anwandeln. Das ist eine Erschwernis von 4 fürs Umwandeln. Und ich mache nochmal einen 4er Wuchtschlag. Okay. Wow. Kann doch nicht wahr sein, heute. Alles klar. Dann sind die auch schon mal weg. Nahkampfpatzer. Sturz. Und auch er. Oh, auch Asavo. Wow. Rutscht auf dem schwarzen Eis aus. Nix da. Die rutschen aus ihrer Dummheit aus oder so. Ja, weil der Galliano das verhindert hat. Aber nee, trotzdem, das Eis ist immer noch da. Es ist immer noch rutschig. Sie schlittern den Hang runter. Und nachdem er ihm einmal direkt in den Bauch den Stab gerammt hat, verliert er dann wohl durch das Zappeln des Fjarningers so ein bisschen die Kontrolle und fällt ebenso hin. Gut, dann haben wir das auch. Wir haben die 6. Dann haben wir noch andere. Der andere ist tot. Ich habe auch noch zweite Aktionen. Gemacht. Boltax, wir sind noch bei der ersten Aktion. So, die Kamonats sind auf der 9, ne? 19. Die haben nichts gesehen. Die Ghule sind noch nicht da, die kommen nächste Kampfrunde. Funkenschlag, den hast du noch nicht gezündet. Deine Trollkerze hast du noch nicht gezündet. Dann genau. Ist Boltax auf der 13, eine Aktion. Ja, ich würde gerne einen Blitz auf Kiavo zünden. Denn den habe ich ja jetzt gesehen und wahrgenommen. Der konnte ja auf mich schießen, da kann ich ihn auch blitzen. Bitte Kiavo vorziehen. Der weiß doch nicht, dass ich zauber. Oh, egal, kann doch trotzdem vorziehen. Er weiß, dass gerade ein Schreit draus auf ihn zukommt. Er wird ihn nachladen, auf jeden Fall. Er hat letzte Runde geschossen und da kann ich jede Kampfrunde schießen mit diesem Bogen. Ärgerlich. Der klärt nach. Dann Blitz auf Gervo. Paktiere MR8. Okay, schauen wir mal. Schaff ich nicht. Du hast ihn nicht eingetragen. Nein. Schaff ich nicht. Also, du prallst gegen eine Mauer aus Eis. Ja, Boltax ist fertig. Kervo ja. Hat nachgeladen, beziehungsweise lädt gerade nach. Ja, aber da kann ich nächste Kampfrunde wieder schießen. So, dann Isarun. Angriff in den Rücken. Nee. So. Ja, doch. Isarun, Angriff in den Rücken. Hier in den Rücken springen. Genau. Und dann anspringen. Angriff. Oben in den Guardianum. Ja. Ah, die hat ja einen Guardianum. Richtig. Aber ich wollte. Ekelhaft.
wollte es aber mal nicht zu früh erwähnen, weil sonst wärst du mir in den Rücken gefallen. Ja, das hätte ich tatsächlich gemacht. So, ich muss gerade mal schauen, wo ich die Kammern... Eine Attacke plus 4 vom Tier zur Überbrückung der Distanz und kann mittels Schild gegenhalten pariert werden. Von hinten nicht. Ja, aber er springt halt in den Guardianum. Ja, ist trotzdem halt ein Angriff von hinten mit der 2. Der macht halt Schaden und macht den Guardianum schwächer. Ja, das kannst du machen. Mhm. Wow, ich will die Schildpunkte gar nicht wissen. Das sind 2 Schildpunkte, die du verlierst. 7 Schaden machst du in deinen Schildpunkt drin. Ja. Also. 2 Schildpunkte, die du verlierst. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 39. Ja, du mich auch. Das kannst du halt echt vergessen. Gleich kommt. Nee, ich springe jetzt gleich auf jemand. So, Kamenat hat angegriffen. Auf der 19, die Perschirasch haben schon gewürfelt, die sehen euch nicht. Rafim ist dran. Was hat macht denn erstmal die Barbarin vor mir? Die hat noch nichts gemacht. Ja, die würde. Nö, die steht da. Die steht da. Die würde einen 5er Wuchtschlag ansagen. Okay. Ich meine, eigentlich ist Irene ja schon durch. Ja, aber wurde halt vergessen. Also lass mal Gnade für Rechter gehen. Heißt, ja. Auf den 9 oder unterbrichst du? Hä? Nein, das kann ich angreifen. Okay. Hebe hier. Rafim juckt das nicht. Oh Mann! Frisst mein Mädchen! Jetzt gibt's auf die Fresse. Das ist ein Patzer. Ganz ehrlich, diese Orks auf der Burg waren damals Verhänger. Stolpern? Sie verliert 2 Punkte bis 6. Weniger. 2 nur? Ja. Mhm. Dafür ist ihre Parade auch los. Ja, ist sie liegend? Wie viel Erleichterung gibt mir das? Nein, sie liegt nicht. Sie ist nur gestolpert. Ah, okay. Dann kriegt sie. Ja, komm, kein Geiz. Erstmal ein 5er Wuchtschlag. Machen wir gleich noch einen zweiten hinterher, weil kein Geiz. Ja. Einmal. Zweimal. Ist sie schon tot? Sie ist tot. Ja, ziehen wir die Rüstung ab. Ich glaube, das Rechnen können wir uns sparen. Sie ist tot. Der eine Teil hier, der andere dort. Change the object, dann ist sie durch. Während Rafim gerade zuschlägt und den Kopf in mehrere Teile spaltet und dann abtrennt, könnt ihr etwas hören. Und scharren unter euch. Dieser Ruhn darf ziehen, weil er Savo vorgezogen hatte. Ja, der vor mir, beziehungsweise die vor mir, die ist ja, glaube ich, kampfunfähig geworden, ne? Aber noch nicht tot. 3 Wunden, ja. Ja, genau, schon. Das war die mit 3 Wunden. Das war dein Flammenschwert, ne? Mit dem. Nee, das Wunden. Ist das ganz gewöhnliche. Ja, Schwert. Trotzdem, blöder Schaden plus 16. Und Crit. Ja, ich möchte gerne mit ihr kurz einen Prozess machen und sie abstechen. Ja. Dann sie ist kampfunfähig, also eine minus 8. Ja. Willst du jetzt wirklich... Nein, okay, sie ist tot. Lassen wir sein. Das ist Blödsinn. Okay. Die beiden vor mir, Asavo und Brand, die sind ja hingefallen und irgendwo hingerutscht. Ja. Kann ich die erreichen? Ja. Das ist eine Aktion. Eine freie Aktion, 1-2 Schritt dahin und dann... Cool. In dem Fall möchte ich nämlich gern den Brand angreifen. Der liegt am Boden. Asavo? Ich rieche ihn nicht, ne? Komisch. Liegt am Boden, minus 3. Plus 3. Wuchtschlag 7. Ja, jetzt kommt noch eine 20.